Hallo, herzlich willkommen zur Sequenz Übungen aus dem Schwerpunktfach Tertia. Das sind eine Art Repetitionsaufgaben, die nicht nur sag ich mal, Theorie betreffen des Schwerpunktfachs selber, sondern auch des Grundlagenfachs aus der Quarta. Also hier sehen Sie auch zum Beispiel 2x2-Gleichungssystem linear. So Dinge, die man einfach lösen können muss. Hier haben wir eine quadratische Gleichung dann. Diese Aufgabe 4 wird auf eine quadratische Gleichung führen. Ich habe da ein paar Übungen an die Tafel geschrieben, als quasi Einstieg nach den Ferien, damit man ein bisschen reinkommt in das Ganze. Und ich möchte hier kurz die Lösungen kommentieren. Sind da. Erste Aufgabe war, finde alle Primitivwurzeln von z, stehen 13. Ich habe ein Video gemacht über Primitivwurzeln, wenn man nicht mehr genau weiß, was das ist oder wie man die findet oder beides, dann kann man dort nachschauen gehen. Hier ist folgendes, ich kann, also zuerst einmal, die Gruppe ist zyklisch, das sagt Gauss. Z stellt 13, Z stellt Primzahl, allgemein ist eine Gruppe, A und B ist zyklisch, das heißt es gibt erzeugende Elemente, gibt also Primitivwurzeln dort drin. Und Euler sagt dann auch mit einem Satz, wie viele das sind, nämlich Phi vom Modul, so viele Primitivwurzeln hat diese Gruppe. Also berechnet man Phi vom Modul für die Anzahl Primitivwurzeln und man kriegt 4. Euler Phi, diese Funktion gibt ja an, wie viele Zahlen kleiner gleich die Zahl im Argument haben gegen die 1. Und für eine Primzahl ist das immer gerade die Primzahl minus 1 selber, weil nur die Primzahl selbst hat mit jeder Zahl kleiner gleich die Primzahl gegen die Primzahl, sonst ist es ja immer 1. Also. Bei 12 dann, Phi von 12 bleibt dann übrig zum Rechnen und dann kann man schauen, okay, 1 hat gegen die 1 mit 12 und dann 2 nicht, 3 auch nicht, 4 auch nicht, 5 hat wieder gegen die 1 mit 12, das heißt, das wären die 2 Stück, dann 7 hat noch gegen die 1 mit 12 und 11 hat gegen die 1 mit 12. Das sind die 3. Vielleicht notieren wir. Die 4, pardon, notieren wir die hier 1, 1, 5, 7 und 11 haben gegen die 1 mit 12, deshalb ist der Wert 4, es sind 4 Stück. Gut, jetzt sagt Euler auch, wie man Primitivwurzeln findet, angenommen, dass man schon eine hat, das heißt, man muss eine von Hand suchen und ich habe dabei 2 begonnen und gerade Glück gehabt. Nämlich, wenn ich 2 potenziere, dann muss ich alle Reste durchlaufen und am Schluss werde ich, das sagt ja der kleine Fermat-Satz, werde ich bei 1 landen. Aber erst am Schluss, wenn ich alle Werte durchlaufen habe und bei 2 klappt das gerade. So ist dann nicht Primitivwurzel definiert. Ich muss einfach Potenzen von 2 oder von diesem Element müssen dann alle Reste durchlaufen. 2 hoch 1 gibt 2, 2 hoch 2 gibt 4, 2 hoch 3 gibt 8, 2 hoch 4 gibt 16, aber ich rechne ja modulo 13, deshalb steht hier 3 und so weiter. Und das klappt also. Und jetzt sagt der Satz, wenn ich eine habe, zum Beispiel jetzt 2, was ich da kenne, dann finde ich die anderen, indem ich 2 hoch hier diese Elemente teile, die gegen die 1 hatten mit Phi vom Modul. Das heißt, die anderen 4 Primitivwurzeln sind also 2 hoch 1, 2 hoch 5, 2 hoch 7 und 2 hoch 11. Und die habe ich da entsprechend ausgerechnet, beziehungsweise man kann sie hier einfach in der Tabelle gerade ablesen. Oder das war das 2 hoch 1, dann hatte ich hier 2 hoch 5, hier hatte ich 2 hoch 7 und hier habe ich 2 hoch 11. Voilà. Gut, dann Aufgabe 2, lineares Gleichungssystem. Da hat man verschiedene Verfahren. Man kann zum Beispiel Gleichung 1 oder Gleichung 2 nehmen, da noch x auflösen und dann in Gleichung 1 einsetzen. Das wäre eine Möglichkeit, sogenannte Substitution.
Oder man kann versuchen, ob man da bei Elementen gleich einen Vorfaktor hinkriegt. Das schafft man natürlich, aber auch effizient ist jeweils die Frage. Und dann versuchen die eine Gleichung minus die andere zu rechnen oder plus die andere, damit eben eine Variable dann wegfällt. Hier habe ich das gemacht, dieses sogenannte Additionsverfahren. Wenn ich nämlich die zweite Gleichung mit 3 multipliziere, dann habe ich für die x gerade den gleichen Vorfaktor, aber mit umgekehrten Vorzeichen. Was bedeutet, wenn ich dann die Gleichungen addiere, wird diese x-Variable wegfallen. Deshalb habe ich hier die zweite Gleichung mit 3 multipliziert, die erste stehen lassen und dann schön verbucht. Also hier die Addition von beiden durchgeführt, kriege ich eben 0 bei den x, ich kriege 5y für die Ys und ich kriege 15 für die Zahlen. Damit habe ich das ganze 2x2 Gleichungssystem reduziert auf ein 1x1 Gleichungssystem und ich kann noch Y auflösen, was 3 gibt, und dann dieses Y gleich 3 zum Beispiel hier in 2 einsetzen, um dann den X-Wert 2 noch zu kriegen, und damit ist die Sache gegessen. Vielleicht hier noch als Bemerkung, die Lösung ist, kann man sich auch geometrisch so vorstellen, das ist der Schnittpunkt von zwei Geraden, weil Sie können, wenn Sie zum Beispiel diese beiden Gleichungen dann nach Y auflösen, werden Sie feststellen, das sind einfach zwei Geradengleichungen, und man kann dann quasi die Lösung des Gleichungssystems auch so interpretieren als Schnittpunkt. Deshalb habe ich hier so diese Variante gewählt mit x, y-Koordinate. Man kann die Lösung als Schnittpunkt diese beiden Graphen interpretieren. Voilà, aus dem 2 zum 3. Da ließ ich Sie nochmal RSA durchspielen, wie wir es ein paar Mal gemacht haben. Einfach nur nochmal daran zu erinnern, wie das funktionierte. Also Schlüssel generieren, zwei Primzahlen wählen, PQ, dann daraus den Verschlüsselungsmodul bestimmen. Das Verschlüsselungsexponenten wählen, schauen, dass der GGT1 hat mit P-1, Q-1, das ist wichtig, weil sonst gibt es kein Inverses zu E, und man will ein Inverses zu E, damit man entschlüsseln kann. Also sicherstellen mit GGT E und P-1, Q-1, damit es ein Inverses gibt. Und dann mit dem Euklidschen Algorithmus dieses Inverse berechnen, kommt man hier zum privaten Schlüssel, Private Key. Hier Public Key, das ist das Produkt der Primzahlen und dieses gewählte E. Und Private Key ist das Inverse von E bezüglich Modulo P-1, Q-1. Und wenn man das hat, kann man dann verschlüsseln. Also jemand, der Ihnen dann eine Nachricht schicken will, kann Ihren öffentlichen Schlüssel nehmen. Also der nimmt hier einen Public Key und rechnet da Message hoch, Verschlüsselungsexponenten modulo Ihr Modul, und würde Ihnen dann entsprechend die verschlüsselte Zahl schicken. Dann war noch Hashwert gefordert, wenn ich zum Beispiel die Message 64 schicken möchte und ich möchte die unterschreiben, mache ich zuerst einen Fingerprint der Message. Kann man beispielsweise, hier haben wir die Barcode-Checksum gewählt, die einfach das macht, dass sie jede Ziffer nimmt und mit ihrer Position gewichtet und am Schluss Modulo 11 rechnet. Also hier wäre das Position 1 für die 6 und Position 2 für die 4. Zusammenzählen und Modulo 11 rechnen, und dann kriege ich 3 als Hashwert für die Message 64, und diese 3, diesen Hashwert Fingerprint, diese Message, den unterschreibe ich jetzt mit meinem privaten Schlüssel. Private Key. Gut. Und den kann ich jetzt schicken, und der Empfänger kann mit meinem öffentlichen Schlüssel den Hashwert bestimmen. Gut, das zur Aufgabe RSA, wenn
Detailfragen auftauchen, habe ich auch mehrere Videos sogar gemacht. Kann man da nachschauen. Aufgabe 4, das war Schnittpunkt der Graphen x Quadrat minus 1 und x, also Winkelhalbierende, per se quasi Fixpunkte, kann man auch sagen, oder wann kriege ich wieder x, wenn ich x einsetze in f. Und das einfach Schnittpunkt ausrechnen, man sich das gewöhnt ist. Man will beim Schnittpunkt will man ja einfach schauen, ja, wo haben die beiden denselben y-Wert oder für welchen x-Wert findet das statt? Da f und g habe, also gleichsetzen, das ist ja jeweils ein y-Wert da, gleichsetzen und schauen eben, für welches x das der Fall ist. Und wenn man das macht, kriegt man in diesem Fall bei der Parabel zwei Lösungen. Pardon. Es stellt sich gerade heraus, dass das der große goldene Schnitt und minus der kleine goldene Schnitt ist. Ich glaube, das ist schon die ganze Aufgabe hier. Ja, also, wenn man den x-Wert hat, kann man den y-Wert dann auch noch bestimmen, aber da, ja, die liegen ja auf der Winkelhalbierende, also hat man die sehr, sehr rasch ausgerechnet. Somit hat man diese zwei Schnittpunkte bestimmt. Gut, Aufgabe 5 war noch, mal die Funktion f2 mal anzuwenden auf ein x und dann zu schauen, wann gibt es wieder das, was ich zu Beginn eingesetzt habe. Also quasi Fixpunkt bestimmen für f von x. Ja, ein bisschen ähnlicher da. Schauen, wann gibt es wieder das Gleiche. Ich da etwas zweimal nacheinander ausführen. Gut, kann man tun. Mal schauen, was das gibt, wenn man zweimal nacheinander ausführt. Also f von x kann ich natürlich schon von innen nach außen auflösen. Und jetzt beim nächsten Schritt werde ich einfach das, was ich jetzt neu als x habe, da werde ich quadrieren müssen und dann am Schluss minus 1 rechnen. Also das, was ich als x habe, quadrieren und am Schluss minus 1 rechnen. Das führt auf einen zweiten Binom ausmultiplizieren und dann wird das Ganze gleich x gesetzt hier. Geht es also darum, diese Gleichung da zu lösen. Jetzt kommt überall ein x vor, das heißt x gleich 0 ist eine mögliche Lösung. Die können wir schon mal abhaken und dann haben wir auch die Möglichkeit eben mit x zu dividieren, sodass also hier jetzt noch diese Gleichung dritten Grades übrig bleibt. Die kann man jetzt mit Gardano-Tartaglia-Formel lösen, da gibt es ja so eine Lösungsformel für Gleichungen dritten Grades, kann man so machen. Oder man kann jetzt hier noch eine Lösung erraten. Ob das so gemacht. Schauen, okay, minus 1, das klappt, weil minus 1 hoch 3, ob ich das minus 1 hoch 3 gibt minus 1, dann kriege ich minus 2 mal minus 1 gibt plus 2, minus 1 gibt 0. Also minus 1 ist so eine Lösung und das wissen wir auch von der Quarte, wir können so eine Lösung rausdividieren, oder? Weil das ein Linearfaktor der Nullstelle da repräsentiert. Das ist der Faktor, der die Nullstelle minus 1 repräsentiert. Ich kann den aus dem Polynom, von dem ich noch die Nullstellen bestimmen will, rausmultiplizieren, sodass mir hier in diesem Polynom die restlichen Nullstellen dann erscheinen. Das ist jetzt wieder quadratisch, kann ich die Mitternachtsformel nehmen. Gut, dann hat man, und wer aufmerksam ist, hat gemerkt, okay, dieses übrig bleibende Polynom zweiten Grades entspricht genau dem da oben. Das heißt, ich kann da wieder die gleichen Lösungen erhalten wie bei 4. Gut, schließlich noch, also hier noch gleiche Lösung wie bei 4 und dann noch die Begründung, wieso dass das eigentlich schon klar war, wieso dass das so sein muss. Also schauen Sie, wenn Sie bei 4 haben wir ja herausgefunden,
wenn ich f auf ein x anwende, was wieder x selbst gibt und haben dort enthalten, das ist einmal der kleine goldene Schnitt minus und einmal der große goldene Schnitt. Und jetzt ist eigentlich klar, dass die auch die Bedingung erfüllen werden, dass wenn ich zweimal f anwende, dass es wieder das gleiche gibt, weil bereits wenn ich einmal anwende, wird es ja wieder das gleiche geben. Also dann, wenn ich es nochmal anwende, wird es halt immer noch gleich bleiben. Und das habe ich hier noch rasch notiert. Das heißt, man kann sich schon überlegen, zu Beginn von Aufgabe 5, dass für diese Forderung zweimal f angewendet wieder x gibt, dass die beiden hier das erfüllen müssen. Voilà. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.